Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder euer Alium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal Lost Ark wieder. Ja, ich werde dieses Spiel jetzt weiterhin featuren. Aktuell gibt es allerdings technische Probleme bei mir mit dem Spiel und der Übertragung in Videos oder eben auf Streams. Falls einer von euch Computer-Crack ist und mir helfen kann, bitte, bitte, bitte ins Discord kommen unten. Ich zeige euch gleich nochmal im Discord. Einige checken es nämlich nicht. Ihr müsst eine Rolle wählen, damit ihr überhaupt Zugriff zu dem Server habt. Das habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil ich dort zwei Spiele feature und die Leute einfach nicht von dem anderen Spiel gespammt werden, obwohl sie damit nichts zu tun haben. Aber eigentlich ist es selbsterklärend, aber ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz. Und dann geht es über meine eigenen Eindrücke über das Spiel oder meine ersten Eindrücke. Und ich muss sagen, ich bin positiv sehr, sehr überrascht von Lost Ark. Deswegen lasst uns direkt reinschauen. So, dann schauen wir uns jetzt mal ganz, ganz schnell die Discord-Problematik an. Also wir sehen hier schon ein paar Leute sind gegangen, die kamen in der Gruppe am Anfang zu uns, haben uns jetzt auch wieder verlassen, weil sie in irgendeine andere Gilde rein sind, weil sie jetzt mit uns auf Level 50 gelevelt haben und jetzt natürlich... Ach, kein Plan, Mann, die Leute antworten einfach nicht. Also es wäre schon allein cool, wenn ihr schreibt, warum ihr geht und nicht einfach wortlos lieben. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich will jetzt niemanden hier irgendwie groß anfahren, aber... ihr wisst, was ich sagen will. Nein, wenn ihr reinkommt, seid ihr im Willkommens-Channel. Geht unter welches Game und hier müsst ihr einfach nur lesen. Wie gesagt, das ist selbsterklärend. Raid ist weiße Flagge, Lost Ark ist schwarze Flagge. Ups, meine Kamera ist im Weg. Hier. Selbsterklärend. Also wirklich, man muss kein Big Brain sein, man muss eigentlich gar kein Brain haben, um das zu checken, aber ja, macht das, dann habt ihr eure Rollen, dann seht ihr auch erst die verschiedenen Channel. Einige Leute, wie gesagt, die checken das einfach nicht und sitzen dann ohne Rolle da, schreiben mir irgendwann sogar zum Teil privat so, komm nicht auf euren Server, was ist da los? Ja, ich sag jetzt nichts mehr dazu. Aber ja, ich sehe auch gerade, mein Lost Ark Fenster ist ein bisschen klein, kleinen Moment. So, jetzt technische Probleme hinbekommen. Nein, Leute, Lost Ark, also ihr seht es vielleicht auch hier ein bisschen in der Aufnahme. Es stockt ab und zu und ruckelt. Witzigerweise ist es nur in der Aufnahme so und nicht bei mir im Game. Mein Game läuft todesflüssig, egal wie viele Gegner ich habe, egal wie viele Animationen es gibt, was hier für eine Schlacht abgeht. Bei mir läuft es easy peasy und dann in der Übertragung eben nicht, sowohl im Video als auch im Stream. Deswegen, falls ich irgendein Big Brain bei mir habe, der einen Plan hat, der ein Computer-Crack ist, schreibt mir bitte sofort, ich muss das Problem lösen. Ansonsten kann ich nicht weiterhin wirklich Lost Ark featuren, was ich aber unbedingt will, weil es ist ein mega geiles Spiel. Und wir können jetzt mal ganz kurz ein bisschen drüber gehen, über das Game, wenn er mal abmounten will. Es ist an sich ein ultra geiles Spiel. Also ich bin jetzt aktuell hier in meiner eigenen Festung. Sieht dann so aus. Es gibt aber unglaublich viele Gebiete. Es gibt unglaublich viele Sachen. Also ihr seht es hier, das ist die komplette Karte, das ist das komplette Spiel, das sind alles Gebiete, ihr könnt mit dem Schiff fahren, ihr könnt Inseln bereisen, überall gibt es Quests, Aufgaben, es gibt Open-PvP-Inseln und. Ich bin selber noch nicht Max-Level, aktuell haben wir ein ganz dickes Problem, die Server sind todesausgelastet, viel zu krasser Andrang, die Entwickler haben nicht damit gerechnet und sie arbeiten gerade dran, dass die Serverkapazitäten noch mehr erweitert werden, damit es dann richtig, richtig abgeht, damit dann auch wirklich alle online kommen. Man muss sich meistens sehr, sehr früh einloggen, damit man dann auch wirklich spielen kann. Ansonsten sind die Warteschlangen endlos. Ich habe jetzt allein 4 Tage nicht spielen können, weil ich nicht mal in die Warteschlangen gekommen bin, weil es so voll ist. Also das ist die einzige, sage ich jetzt mal, Downside zu dem Spiel. Der Rest ist in meinen Augen bombastisch, mega geil. Es hat ein Open-Kampf-System, also ihr habt nicht dieses Target und dann angreifen, sondern wirklich, ihr switcht durch die Gegend, ihr benutzt hier unten eure Skills, ihr könnt 8 Skills gleichzeitig haben und die benutzen. Es gibt natürlich aber auch noch viel mehr Skills und die haben wir nämlich hier. Ihr könnt die auch individuell upgraden, da seht ihr jetzt alle Skills. Es gibt bei mir noch eine Identitätsform, die hat jede Klasse, so viel ich weiß. Da verwandelt ihr euch in eure Superform, kann man sich wie einen Super Saiyajin vorstellen. Und dann geht's los, dann habt ihr speziellere Skills, die machen natürlich viel mehr Schaden. Das Skillsystem ist ultra krass, also jeder, der MMOs gespielt hat, weiß, wie es läuft. Aber hier ist es einfach anders, es ist einfach unglaublich geil. Ich feiere es mega, weil ihr seht hier eure Skills, ihr bekommt hier immer diese Punkte, wenn ihr levelt. Und ich habe jetzt schon was geskillt. Ich habe auch noch einen Punkt übrig. Aber ich kann ihn einfach reinpacken und auf Speichern gehen. Jetzt ist dieser Punkt hier drin.
Ich kann ihn aber auch easy peasy rausmachen, seht ihr? Und kann sagen, oh, ich nehme jetzt meine Punkte und baller die woanders rein und dann gehe ich auf Speichern. Also, es ist unglaublich krass. Ihr könnt einfach quasi theoretisch von Kampf zu Kampf eure Skills ändern und andere Sachen nutzen. Ihr habt ein komplett anderes Skillsystem, also es ist dasselbe. Aber wenn ihr PvP spielt, habt ihr quasi wie eine Art extra PvP-Reiter dafür. Also wie einen extra Reiter hier, wo ihr dann sagt, okay, also das kommt dann erst, wenn ihr dann wirklich euch am PvP anmeldet. Und dann habt ihr dieselben Skills, aber ihr könnt anders skillen, eure Punkte verteilen, damit sie extra für PvP ausgelegt sind. Und somit habt ihr nie dieses Ding, ich kenne es von WoW damals, ich war ein PvE-Spieler, aber als ich dann angefangen habe, auch PvP zu spielen, sitzt ihr halt da und sagst, oh fuck, jetzt muss ich umskillen, jetzt muss ich das machen und bla und tralala. Und dann, wenn du wieder PvE machst, musst du wieder umskillen. Es kostet jedes Mal Zeit, Silber etc., Gold, was auch immer für eine Währung im Spiel ist. Und hier habt ihr es einfach geil, es ist direkt gesplittet und das ist wirklich einfach nur Hammer. Also du merkst, dass das Spiel einfach schon ewig lange auf dem asiatischen Markt war und jetzt eben einfach hier ist. Ich bin, wie gesagt, gerade in meiner Festung. In eurer Festung habt ihr auch ganz, ganz coole Sachen. Ihr könnt hier Forschungen machen, ja. Und sagen, alles klar, okay, ich forsche hier gewisse Sachen zusammen. Ich forsche mir, keine Ahnung, mehr Expeditionsplätze, mehr Forschungsplätze. Und dann habt ihr natürlich sagen, ihr könnt ihr euch quasi in dieser Festung eure eigene kleine Stadt bauen. Ne? Also kann hier mal gerne durchgucken für euch ein bisschen. Ihr seht hier, das ist alles meins. Und das kann ich dann irgendwann alles noch, wenn ich es freischalte, komplett bebauen. Ja. Und das ist unglaublich cool. Also neben diesem ganzen MMO-Feature habt ihr tatsächlich noch, ihr seht jetzt hier auch, ich habe eine Expedition fertig. Und ich blicke noch nicht zu 1000% in allen Bereichen durch. Was aber auch an sich überhaupt kein großes Problem ist, weil man das Spiel erst kennenlernt. Ich bin jetzt kein Fan bei diesem Spiel zu sagen, ich setze mich jetzt 8 Stunden auf YouTube, schaue diverse Guides von Leuten, deren Stimme ich nicht ab kann, deren Geschwindigkeit in ihrer Sprache ich nicht ab kann. Also es gibt ein paar Creator und der eine oder andere weiß jetzt, von wem ich rede. Da muss man die Geschwindigkeit vom Video auf 1,5 oder 1,75 mal setzen, damit es wirklich normal klingt, wie ich jetzt gerade rede. Also es sind ultra die Träume und Schlaftabletten. Mag sein, dass es dass die Knowledge haben, aber ich persönlich will mich jetzt nicht mit Infos vollballern, damit ich dann weiß, oh, ich habe jetzt das, gut, dann renne ich dahin, mach das, sondern ich will das Spiel selber kennenlernen. Das soll eine neue Erfahrung für mich sein. Ich weiß, dass die ganzen neuen Kids, sage ich jetzt mal, die heutzutage Spielen anfangen, alles schnell, schnell wollen. Sobald es einmal Wipe gibt in der Innie, sind die raus, haben keinen Bock mehr. Die Leute von heute haben einfach keinen Ehrgeiz mehr beim Zocken. Ich bin einer der OGs. Ich kenne noch Raids, wo man 10 Stunden am Stück im Raid war mit 40 Leuten im Discord oder Teamspeak damals noch, ja. Solche Späße. Also ich bin da ein bisschen hartnäckiger und mache da auch gern mit. Und deswegen habe ich da auch Bock, hier das Spiel auf meine Art und Weise kennenzulernen und mir nicht Guides anzugucken, um am Ende das Spiel komplett zu wissen und immer zu wissen, welchen Step muss ich als nächstes machen, um 1000% effizient sein, immer richtig zu skillen. Auch einige, die das Video jetzt gesehen haben und nur grob meine Skills angeguckt haben, wissen, dass das ein oder andere nicht ideal ist. Für mich passt, das ist eben das Geile. Ihr könnt eure Skills und eure ganzen, sag ich jetzt mal, Masteries komplett nach eurem Spielstil anpassen. Und es ist mir persönlich relativ, ob ich den einen Skill geskillt habe, aber der andere ist einfach um 5% besser, wenn ich den benutze und skill, weil es nicht mein Spielstil ist. Dieser Skill hat irgendwelche Mechaniken, die mir vielleicht nicht taugen oder sonst irgendwas. Oder in meinen Augen zu langes Cooldown oder ja, gefällt mir einfach nicht. Deswegen, ich bin hier gerade nicht auf 100% Effizienz und 1000% ideal bauen und alles, sondern wirklich das Spiel kennenlernen. Und ich jedes Mal, wenn was Neues passiert, sehe ich irgendwelche neuen krassen Sachen. Und wie gesagt, ihr habt ein offenes Kampfsystem, ihr könnt rumhüpfen, ihr könnt dann hier eure Skills benutzen, zack, springt ihr weg, macht das. Okay, ich bin eine Schattenjägerin, also für mich ist sowieso ein super schnelles Kampfsystem. Ich habe zum Beispiel bei Berserkern gesehen, die sind dann da mit und dann kommen ganz große Damage-Zahlen. Dann kommen wieder ganz große Damage-Zahlen. Bei mir passieren halt Millionen Sachen, super viele kleine Damage-Zahlen und am Ende ist trotzdem alles tot. Ich mag einfach diesen schnellen, agilen Spielstil. Hab mich, weil ich Main-Schurke 10 Jahre lang war, dafür entschieden, jetzt tatsächlich eine schurkenähnliche Klasse zu spielen. Und mir hat einfach dieser Mix mit dieser Dämonengestalt super gefallen. Deswegen aber
Ey, das ist jetzt nur für mich und mein Spielstil. Dieses Spiel bietet so viele Sachen. Wie gesagt, ihr habt 1000 Gebiete hier einfach gefühlt, ja. Ich bin jetzt gerade aktuell in diesem Gebiet hier. Es ist die zweite Insel, die ich besuchen konnte. Und diese kleinen Dinger hier zum Beispiel sind Dungeons. Ich empfehle jeden am Anfang, macht die Dungeons noch normal. Aber ich werde noch meinen persönlichen Einsteiger-Guide machen. Das wird das nächste Video sein, wo ich dann wirklich über ein paar Dinge drüber gehe und sage, okay, pass auf, das habe ich jetzt kennengelernt. Und ich habe aber auch das Gegenteil gemacht und das Gegenteil war einfach schlecht. Ihr könnt solche kleinen, super süßen Mokoko-Samen, hört sich irgendwie voll, auch wenn ihr sie sammelt, kommt ein Sound wie bei Zelda tatsächlich. Das finde ich saugeil. Es gibt einige Szenen, die erinnern an Warhammer. Es gibt einige Kämpfe und Quests, die erinnern an Herr der Ringe. Die nächsten an WoW, die nächsten hier. Also es wurde aus allen Filmen, Serien spielen, die Elemente irgendwo zusammengeklatscht und dann dieses Spiel hier entwickelt vor knapp 4 Jahren. Ist dann auch schon auf dem asiatischen Markt damals draußen gewesen, jetzt ja erst bei uns, für alle, die es noch nicht wissen. Und ja, ihr habt eure kleinen Dungeons, ihr habt dann später Raids, Chaos Dungeon, irgendwelche Würfeldinger. Ich habe noch viele Sachen gehört, bin aber noch nicht da. Ich bin jetzt aktuell 46, glaube ich. Und werde heute aber weiterzocken. Wie gesagt, konnte nicht. Ich habe auch beruflich gerade viel zu tun gehabt. Orientiere mich da ja jetzt gerade um für alle, die es schon mitbekommen haben. Und bin dann natürlich in diversen Bewerbungsphasen gewesen. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder Zeit die nächsten Tage und werde die nächsten Tage auch ultra hart zocken. Wir werden natürlich auch versuchen, das irgendwie im Stream jetzt hinzubekommen, dass ich tatsächlich streamen kann. Zumindest Lost Ark, also dieses Ruckeln nervt, dass die Übertragung bei euch kacke ankommt, langweilt mich einfach. Aber ich werde dann nochmal versuchen, falls einer von euch einen Plan hat, bitte, bitte, bitte kommt ins Discord. Ich habe ja gezeigt, wie man bei mir im Discord-Channel sehen kann, ja, eigentlich selbst erklärt, und dann helft mir bitte. Aber an sich, ihr habt viele Sachen und das Witzige ist, dieses Spiel hat viele Dinge, aber es ist nicht so hart komplex, finde ich. Also nicht komplex in dem Sinne, dass es kompliziert ist, weil ich habe New World auch angespielt und allein das Crafting-System und das Berufssystem ist ultra schwierig und du hast keinen Plan. Ich meine, hier gibt es auch 1000 Sachen, ne? Also, versteht mich nicht falsch, ihr habt diesen Kartenkatalog hier, ne? Und die geben euch, ihr könnt hier Kartensets reinmachen. Wundert euch nicht, das sind die einzigen Sets, die ich aktuell benutzen kann. Und ich habe einfach mal was reingeklatscht, um ein bisschen zu gucken, was da witzig ist. Aber es gibt hier spezielle Sets, die für eure Klassen perfekt sind. Die muss man sich erst farmen, die muss man erst bekommen. Dann kriegt man hier diese komischen Bonis. Dann gibt es hier Bücher. Da hat man auch Bonis, wenn man die Bücher zusammengesammelt hat. Die bestehen aus diesen Karten, die ihr sammelt. Bekommt ihr hier drüben noch Bonis, die einfach sofort wirken. Ja, hier müsst ihr euch zwischen ein paar entscheiden. Hier wirken einfach alle Bonis, die ihr freigeschalten habt. Dann könnt ihr aber auch noch Karten upgraden, ja? Und die natürlich stärker machen. Ich gehe schwer davon aus, dass das die Bonis verstärken wird. Also ihr seht, ich habe gewisse Teile im Spiel noch gar nicht wirklich erkundet, habe aber auch keinen Bock, mir irgendeinen anderen YouTuber anzugucken, nur um zu wissen, was das ist. Ich will es selber kennenlernen und euch dann mitteilen, mit euch zusammen diese Reise machen. Ja, es gibt Gravuren, ihr müsst hier Gravuren, es gibt Kampfbonis, es gibt aber auch Klassengravuren, so, dann sollte man natürlich einen Fokus auf die Klassengravuren legen, sollte aber dann natürlich auch gucken, dass man Kampfbonis hat. Dann das Gravursystem auf den Items ist wieder was ganz anderes, ja, also es ist ultra crazy, wie viele Sachen es gibt, ja, es gibt hier sogar einen Erinnerungsraum, ihr könnt alle Quests, Cinematics, sonst irgendwas wieder angucken, ja, in diesem Erinnerungsraum. Ihr habt einen Kader. Der Kader ist, so viel ich jetzt komplett verstanden habe, ein accountübergreifendes Ding. Also wenn ich dieses Kader-Level habe und alles, was für ein Kader freigeschalten ist, wird das auch auf meine anderen Chars aktiviert, wenn ich die erstelle und dann auf demselben Server spiele. Also das hier sind quasi Bonis, die ich bekomme, aber auf meinen ganzen Account. So, jetzt habe ich solche, also ihr seht, es gibt viele Bereiche, sie sind nicht hart komplex, man versteht sie sehr, sehr schnell, finde ich. Ja, ihr habt ein Berufssystem, dort könnt ihr einfach sammeln, gewisse Sachen, jeder kennt es aus WoW und anderen Spielen. Es gibt hier Jagen, Angeln, hier Archäologie, also Ausgrabung ist quasi Archäologie aus WoW, Holzfällen, Bergbau, bla, und dann könnt ihr Blumen pflücken und das ganze Zeug. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob es später noch so ist, aber aktuell habe ich gesehen, die Berufe, ihr müsst quasi kein Juwelenschmied oder Koch lernen, sondern in jeder Stadt gibt es Leute, die spezialisiert sind dafür, NPCs, und dort könnt ihr eure Sachen herstellen mit den Mats, die ihr gesammelt habt. Also scheinbar sind die Berufe hier nur zum Sammeln und die
ja, die Sachen herzustellen aus den Mats, die ihr sammelt, das machen Spezialisten in der Stadt für euch und das ist ultra geil, weil jeder kennt es aus WoW und sonstigen Spielen, man kann sich auf zwei Sachen spezialisieren, drei oder vier, whatever, und wenn man dann aber eine Verzauberung braucht, muss ich woanders hinrennen und der will mich natürlich über den Tisch ziehen, verlangt horrende Preise etc., bla bla bla, ja. Ihr seht auch hier dieses kleine Ding, das ist hier mein Pad. Und da kommen wir dann fast schon gleich ins Inventar und gleich ins Charaktermenü. Ich habe hier ein Pad. Ja, okay, hier meine Aura gerade nicht an, weil ich jetzt ein paar Tage nicht online war. Aber ihr habt hier ein Pad, wenn ihr diese Aura benutzt. Und das Abo lohnt sich übrigens, die jeden Monat zu haben. Ist eine bombastische Aura. Ihr zahlt nichts mehr fürs Porten. Ihr könnt euer Pad-Inventar benutzen. Aber dieses kleine Ding hier sammelt Items für euch ein. Ihr müsst also nicht die ganze Zeit selber looten, sondern dieses Ding sammelt alles für euch. Dann habt ihr hier auch ein System, wie es auch bei New World ist. Ihr klickt hier alles rein, was ihr nicht braucht und verwandelt das in Schrott, weil es lohnt sich einfach nicht zu verkaufen. Ihr kriegt genug Mats, beziehungsweise Gold und Silber. Diesen Schrott sammelt ihr, den verkauft ihr dann am Ende. Das gibt euch Mats. Ihr habt hier 1000 Tränke, Bomben, Freeze-Tränke, Unsichtbarkeit-Sachen und. Ja, ihr könnt, wie gesagt, in eurer Festung eure eigene Stadt bauen, dann habt ihr hier eben nochmal extra ein Mats-Inventar und das finde ich ultra geil, ja, ihr habt also quasi hier nur eure verbrauchbaren Sachen und eure Sachen, die ihr für eure Reise braucht, ja, und eure ganzen Items oder euer Gear und hier habt ihr einfach alle eure Mats in einem separaten Reiter. Jeder, der WoW gezockt hat, weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, ich habe mit dem Inventar in WoWs Kotzen angefangen und zwar jeden Tag. Jeder weiß, wovon ich rede, denn dort war alles in einem Invent und wenn dein Inventar voll war, warst du im, genau, Ass. Aber ja, ihr habt solche Geschichten und dann, hier jetzt auch, ihr seht, das ist mein Char, bla bla bla. Ihr könnt hier aber Skins machen, wenn ihr euch Skins kauft oder die findet. Ihr könnt auch euer Gear quasi so eine Art transmoggen und dann könnt ihr dem eigene Farben, eigene Stile geben und so einen Spaß, ja. Und bei mir sieht es jetzt aktuell so aus. Hier habt ihr eure Gravuren, dieses System, ich fuchs mich gerade ein, ich hab's schon so halb gecheckt, aber ihr könnt euren Items hier Gravuren verteilen und die dann die natürlich dadurch auch noch verbessern, stärker machen, denen krassere Skills geben, mehr Power und da gibt's natürlich auch die perfekten Gravuren etc., aber das werde ich alles herausfinden, sobald ich auch im Endgame oder sage ich jetzt mal auf Level 50 angekommen bin, es geht bis 60, aber ab 50 beginnt quasi der Endgame-Content. Und dann arbeitet man sich da hoch und da werde ich das alles kennenlernen. Dann werde ich auch, wie gesagt, wenn das Übertragungsding wirklich funktioniert, explizite Guides machen und. Also ich habe Bock mit euch zusammen, diese ganze Reise. Ihr könnt ja auch eure Bonis nochmal sehen. Das Witzige ist, du kannst hier auch mehrere Kartensets machen und sagen, okay, das ist mein Kartenset für PvP, das ist mein Kartenset für Dungeon, das ist mein Kartenset fürs Farmen oder fürs Leveln oder solche Späße. Also ultra crazy und ja, dieses ganze Zeug, ihr seht hier auch die Kombination, die Verbindung, wo ist was. Ihr seht es nicht ganz, wartet hier unten. Diese drei Pünktchen hier, damit könnt ihr quasi switchen und sehen, welche Bonis bringen was. Okay, weil den will ich rausmachen. Okay, da muss ich die Karten raus. Falls ihr es einfach nicht mehr im Kopf drin habt. Ey, es gibt so viele Sachen, die aber leicht verständlich sind. Beziehungen, es ist euer Rufsystem und dann könnt ihr hier überall nicht direkt Liebe machen, aber jedem irgendwo Geschenke machen, Lieder für die singen, solche Späße. Damit macht ihr euren Ruf. Jeder, der das Ruffarmen in WoW kennt, ja, oder in New World, der weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, ich fand's scheiße. Beziehungsweise war der Grind einfach zu krass, ja. Hier habt ihr eure Notenblätter, hier habt ihr In WoW, ich vergleiche es einfach damit, weil ich ein WoW-Veteran bin. Ihr habt dort euren Ruhestein und dann habt ihr eure Flugpunkte und noch ein paar Port-Sachen, ja. Und meistens musstet ihr einen Mage suchen, damit ihr euch porten könnt. Ich habe WoW seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe keinen Plan, was es jetzt gibt. Aber wollt ihr in die Hauptstadt zurück, wo ihr seid, wo ihr euren, ich glaube, Heimatort gemacht habt, ja, könnt ihr dahin. Das könnt ihr aber, glaube ich, auch ändern, wenn ihr in anderen großen Städten seid. Hier kommst du. Trixion war, glaube ich, die Kampfarena, wo du üben kannst, irgendwie sowas. Dann hier kannst du direkt aus dem Dungeon raus. Ihr seid fertig mit dem Dungeon, du klickst drauf, du bist direkt wieder am Eingang des Dungeons. Mega nice. Ja, hier kommt ihr zu eurer Festung, auf der ich hier gerade sitze. Das ist auch übrigens die Ludenfestung für alle, die es schon gelesen haben, ja. Man kann auch die Festung seiner Kumpels, Guildmates, whatever besuchen, also ultra geil. Das sind ein paar Lieder, die ich bekommen habe. Damit kann ich quasi meinen Ruf bei anderen machen, weil dann kann man Lieder für die spielen. Unglaublich krass, es gibt so viele Sachen hier, ja, Sammlerstücke hier. Könnt ihr 1000 Sachen sammeln, diese komischen Mokoko-Samen und.
Inselmarken, bla. Also ihr seht auch hier, Endgame-Content ist es witzigerweise, gibt es für alle Leute was. Abenteuer folieren. Ihr habt jeden Kontinent, könnt ihr draufgehen und könnt gucken, ihr könnt gewisse Sachen sammeln, ihr müsst diverse Bossgegner killen. Das sind so wie Rare Mobs, könnt ihr euch die vorstellen. Es gibt überall zwei so fette Monster, ja, das sind wie so kleine Gebietsbosse, sage ich jetzt mal. Die könnt ihr natürlich killen. Da habe ich einen per Zufall gefunden. Der hat mir zwar übelst auf die Fresse gegeben, aber da waren 30, 40 Leute und somit habe ich meinen Kill auch bekommen, ja. Ihr könnt 1000 Sachen auf jedem Kontinent sammeln und das ist ultra nice. Also für die Leute, die gern erkunden, die gern sammeln, die gern grinden, die gern farmen, die gern Dungeons machen, die ultra krass. Das PvP-System ist auch mega nice, ja. Weil das PvP-System hier ist skillabhängig. Ihr werdet alle vom Gear und alles gleichgestellt, ja. Das ist also nicht so wie Leute, die andere Games gezockt haben. Ihr habt einen PvP-Veteran, der zockt seit 3 Jahren wie PvP und ihr kommt frisch dazu und ihr werdet mit dieser Person gematcht oder der ist bei euch im Battleground mit drin und sowas. Der kommt natürlich, macht so, ihr seid dead, der sieht eure Teammates, macht nochmal so, der Rest ist am Arsch, ja, und der rampaget einfach durch. Hier ist es wirklich so, ihr seid von der Stärke her gleichgestellt und dann kommt es auf den Skill drauf an. Und dann natürlich wieder, wie habe ich meine Skills gesetzt? Habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht? Ne? Übelst crazy. Also für alle Leute gibt es was. Collector, für die Grinder, für die PvEler, für die PvPler, ja, für die und die Collector hier vor allem, ne? Falls ihr Sammler und Erkunder seid, Leute. Jesus, ich glaube, ihr könnt hier 47 Tage ohne Schlafen spielen, ja, und seid immer noch nicht fertig. Und ihr seht, ich habe ein paar Reiter noch gar nicht gemacht, beziehungsweise freigeschalten. Ja, jetzt seht ihr hier Raid, bla bla bla. Es gibt so viele Sachen, die nicht krass komplex sind, wie gesagt, aber es geht. Ja, wir haben eine eigene Gilde. Diese Gilde heißt Arcasian Warlords. Wir haben aktuell noch 2-3 Plätze frei, falls ihr Bock habt. Wie gesagt, Discord ist unten, habe ich euch auch gesagt. Diese ganzen Leute hier, wo sind die Mitglieder? Diese ganzen Leute sind alles Leute aus der Community. Jeder ist im Discord, jeder von denen ist mit am Start. Wir erkunden gerade das Spiel tatsächlich zusammen. Jeder schreibt irgendwie jeden Tag was Neues mit dazu und sagt, hey, ich habe das kennengelernt, hey, ich habe das kennengelernt und sowas. Mega, mega crazy. Ihr habt euer Pet-Menüs, wollte ich euch vorhin noch kurz zeigen. Eure Pets geben euch bestimmte Bonis und so einen Spaß, ja. Und natürlich, typisches Asia-Grind-Spiel, ihr habt hier natürlich super süße Pets, ja, einen kleinen Hasen, eine kleine Katze, ein fuchsähnliches Fabelwesen und dann habe ich hier natürlich meinen coolen Vogel. Ich hatte so einen Vogel als Mount in WoW und deswegen habe ich den natürlich jetzt genommen, weil ich ihn ultra cool finde. Ja, diese Mounts könnt ihr sogar auf euren Expeditionen, die ihr auf eurer Festung habt, mitschicken und. Ihr seht hier, also auch jemand, der gerne Stadt baut, ne, hier baut eure Festung, grindet im Spiel, macht eure Festung fertig und gebt ihm super viel zu tun. Und das Geile ist, was mir am meisten mitunter gefällt, ist das Quest-System ist ultra geil, weil es sind kurze, knappe Quests, so pam, 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 ihr geht durch, zack, ihr spielt eine halbe Stunde, habt 10 Quests fertig und nicht wie aktuelles Spiel, was mich gar nicht gehuckt hat, New World. Ihr kriegt 3 Quests, lauft dafür 2 Stunden durch die Gegend, gebt die Quest dann ab und werdet danach wieder für 3 Quests 2 Stunden durch die Gegend geschickt. Und das Beste, was es einfach hier in diesem Spiel gibt, sind Mounts. Mounts, Mounts, Mounts. Ich habe sie geliebt in WoW und hier sind sie da. Ihr kriegt sie direkt am Anfang, das ist das Beste überhaupt, ja. Und nicht wie hier in New World. New World hat man keine Mounts gehabt und das hat mich tierisch angekotzt. Ja, deswegen. Also mein Fazit von dem Spiel, ultra crazy, ultra nice. Kotzt mich mit der Übertragung an. Man sieht es jetzt nicht genau, vielleicht ganz leicht. Aber wenn ich dann auch irgendwo hingehe, wo es mehr Interaktion gibt, dann fängt das Spiel immer wieder leichtes Stocken an. Aber witzigerweise tatsächlich nur bei euch. Ich habe schon Discord-Übertragungen gemacht. Die Leute sehen, dass es bei mir flüssig läuft. Aber die Übertragung, also wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr Hilfe mir anbieten könnt, dann kommt bitte ins Discord, sagt mir Bescheid und dann schaue ich, dass ich das Problem löse. Wenn ich natürlich neue Hardware kaufen muss, muss ich natürlich gucken, ob ich mir das jetzt gerade, ob das gerade im Budget steckt. Ansonsten, wir finden irgendwie eine Lösung, aber auf jeden Fall werde ich dieses Spiel weiter spielen. Featuren, wir werden jetzt immer Raid und Lost Ark featuren, streamen und. Deswegen, ich habe gerade Raid ein bisschen liegen lassen, aber dazu komme ich dann im Raid-Video für die Leute, die auch Raid gucken. Jo, mein Fazit, geiles Spiel, wenn ihr Bock drauf habt und gerade drüber hinwegsehen könnt, dass die Server so ausgelastet sind,
dann kann ich es euch nur empfehlen. Ultra crazy Spiel und wir werden weiter hart grinden. Video war jetzt schon viel zu lang. Ich wollte eigentlich ein kurzes, knappes Video machen. Ja. Leute, ich wünsche euch was. Für alle, die neu mit dabei sind, vielen lieben Dank. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Stream oder im Discord. Ich bin euer Alien Pains.